Hi, ich bin Anna aus der 10. und ich zeige euch heute unser Schulhaus. Wir fangen an in der Aula. Was richtig cool ist, ist, dass wir Aufzüge an unserer Schule haben. Das ist richtig praktisch, wenn man zum Beispiel eine Verletzung hat oder es eine Operation hatte, dann kann man die Aufzüge benutzen und muss nicht die Treppen nehmen. An unserer Schule gibt es auch alle Vertretungspläne digital. Als nächstes gehen wir nach außen in den Pausenhof. Von hier kommt man in die Cafeteria und in die Turnhalle. Als erstes schauen wir in die Cafeteria. Hier gibt es verschiedene Getränke und der Pausenverkauf ist auch hier. Hier in der Küche kann man sich in der Mittagspause Essen kochen. Außerdem gibt es hier einen Kicker für die Mittagspause. Weiter geht's zur Turnhalle. Die kann man hier auch teilen, dann werden es zwei. Wir haben auch noch eine dritte Turnhalle, die zeige ich euch jetzt. Hier ist die Halle. Das Besondere hier ist, dass man auch klettern kann. Wir haben auch einen coolen Außenbereich, den Sportplatz, der vor allem im Sommer perfekt zum Sportmachen geeignet ist. Hier müssen wir jetzt einmal aus der Turnhalle raus, dann rechts, dann kommen wir zum Sportplatz. Und hier sind wir schon. Hier gibt es Basketballplätze und auch einen Fußballplatz, den man, wenn es nicht geschneit hat, auch wunderbar sehen kann. Hier könnt ihr nochmal das Hauptschulgebäude von außen sehen. Hier drüben ist der Anbau, wo meistens die jüngeren Klassen sind. Jetzt geht's zu den Höfen. Die Höfe sind verschiedene kleinere Gebäude, in denen vor allem die älteren Klassen Unterricht haben. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist unsere Schule ein Campus. Das Coole ist, wir haben auch eine Bibliothek und eine Mensa. Da schauen wir jetzt mal hin. Als erstes die Bibliothek. Hier gibt es auch alle Schulbücher zum Ausleihen. Weiter geht's zur Mensa. Und hier ist der Speisesaal. Und jetzt noch das Highlight, das Sekretariat und das Direktorat. Hier rechts sind die Sekretäre und Sekretärinnen. Und hier unsere Schulleitung, Frau Vanja Ulbrich. Hallo. Das war unsere Schule. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann swipet jetzt ab oder klickt auf den Link.